Shalom aleichem, guten Abend allerseits. Wir leben in der Welt, wie ihr weißt. Diese Welt heißt Olam Hazeh, diese Welt. Es gibt aber zwei Welten. Es gibt diese Welt und es gibt kommende Welt. Natürlich lernen wir heute über diese Welt. Wie hat sie begonnen? Also diese Welt hat begonnen vor 5774 Jahren zurück. Jahre von heute. Nicht mehr und nicht weniger. Warum? Weil so steht geschrieben in die Tora. Gott hat begonnen, die Welt zu schaffen am 25. Elul. Und am Anfang war die Welt wie ein Ei. Ei, was? Und drinnen so ein Eigelb. Das ist die Beschreibung, wie hat am Anfang die Welt hat ausgesehen. Dann, am ersten Tag, schuf Gott am ersten Tag, am Yom Rishon, also die Woche beginnt am Sonntag, Yom Rishon, erster Tag, schuf Gott acht Sachen. Himmel und Erde, Shamayim v'aretz, Or v'choshech, Licht und Dunkelheit, Tohu v'avohu, Ruach und Maim, also Wind und Wasser. Ich wiederhole, welche vier Paare schuf Gott am ersten Tag? Himmel und Erde, ja? Zweitens Hell und Dunkelheit, drei Tohu Vavohu und vier Ruach und Maim. So wie es steht geschrieben, Veruach Elohim Rachefet, Alpnei Hamayim. Also, was steht geschrieben? Gott schuf Shamayim v'aretz, Himmel und Erde, Or und Choshech, Hell und Dunkelheit. Diese Hell und Dunkelheit, das ist die Licht für die kommende Welt, für die Tzadikim. Also, das sind die vier Sachen, die schuf Gott am Yom Rishon. Das ist vier, aber im Prinzip diese vier ist vier Paare. Vier Paare insgesamt, acht Sachen schuf Gott am ersten Tag. Ja, bitte? Mir fehlt ein paar. Ich habe irgendwie nur Himmel, Erde, Licht, Dunkelheit, Wind und Wasser. Und Tohu Vavohu. Tohu Vavohu. Tohu Vavohu bedeutet, die Welt war so wie ein Mensch. Wenn eine Mutter kommt in ein Zimmer und in diesem Zimmer ist Tohu Vavohu, was sieht sie in die Augen? In Ivrit heißt Tohu Vavohu Balagan. Balagan ist Durcheinander. Ist Durcheinander, hat jemand gemacht oder von alleine passiert? Jemand hat gemacht. Also Hashem hat gemacht, er hat geschafft, die Tohu Vavohu. Später hat er begonnen zu einordnen und zu sortieren. Aber am ersten Tag war am Yom Rishon Tohu Vavohu. In Ivrit Tohe ist bewundert und Bohe ist eine, weißt du, manchmal ein Mensch guckt, aber er sieht nichts. Nach dem Schlaf, kennt ihr diesen Blick? Er ist aufgewacht und er guckt auf etwas, aber er guckt nicht. Das nennt man in Ivrit Bohe. Aber wenn jemand sieht etwas und bewundert sich, das nennt man Tohe, Tohu. Bohe, er sieht passiv. Er sieht nichts. Also Tohu Vavohu ist dies die Beschreibung. Und es steht geschrieben, jeden Tag, wo Gott hat etwas geschafft, steht geschrieben, er hat gesagt und es soll wirklich passiert. Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or, und Gott sprach, soll sein Licht und es ist geworden Licht. Das heißt, das, was Gott hat gesagt, ist wirklich passiert. Nicht so, wie wir Menschen manchmal wir sagen, und es passiert nicht zum Schluss. Und zum Schluss hat Gott gesagt, wenn etwas ist zu Ende gekommen, was sagt man? Gut, tov meod, sehr gut, ich bin fertig. Gut, wann sagt man gut? Wenn etwas ist zu Ende, dann gehen wir zum zweiten Tag, Yom Sheni. Am Yom Sheni schuf Gott drei Sachen. Er hat getrennt zwischen die obere Wasser und die untere Wasser.
מים עליונים, die Mayim, die geblieben im Himmel. Was ist Mayim? Wasser. Und wenn es gibt Wasser im Himmel, wie nennt man Himmel? Sha-Mayim. Dort ist die Wasser. Okay, er hat getrennt. Es gibt Sha-Mayim, dort Wasser, obere Wasser und untere Wasser. Das heißt, gibt es unter die Erde Wasser und es gibt über dem Himmel Wasser. Das ist die erste Sache, was er schuf am zweiten Tag. Die zweite Tag, was er schuf am zweiten Tag, waren die Engel, Malachim. Alle Engel. Es gibt sehr viele Engel. Sehr, sehr viel. Es gibt eine ganze Liste von Engeln. Die, die uns bekannt sind, die Torah ist Michael, Gabriel, Raphael, Nuriel, Raziel. Das sind unsere bekannten Engel. Wann schuf Gott alle Engel und auch die nicht sympathische Engel? Am Montag, am zweiten Tag. Und die dritte Sache, was er schuf am zweiten Tag, es war die Hölle, die Gehenom. Die Hölle wurde geschaffen am Montag. Montag ist der einzige Tag, wo es steht nicht geschrieben, das Wort gut, tov. Jeden Tag die Woche steht geschrieben, dass es war gut. Am Yom Sheni, am zweiten Tag, steht nicht geschrieben, dass es war gut. Warum steht nicht geschrieben, dass am Yom Sheni war das gut? Gibt das drei Gründe. Erster Grund, warum es war nicht gut, weil Gott hat nicht zu Ende gebracht seine Arbeit. Die Arbeit wurde beendet nur am Yom Shlishi, am Dienstag von dem Wasser. Das heißt, wenn ein Mensch hat etwas nicht vollendet, dann kann ich sagen, gut, was gut, bist noch nicht zu Ende. Deshalb am zweiten Tag, Gott hat nicht gesagt, Kitov. Er hat nicht gesagt, es ist gut. Die zweite Sache, am zweiten Tag, Gott hat getrennt. Er hat gemacht eine Trennung zwischen dem oberen Wasser und unteren Wasser. Trennung bedeutet in Ivrit Machloket, so wie Streit, so wie eine unsympathische Sache zu tun. Und deshalb, Gott hat nicht gesagt, auf Machloket, das ist gut. Und die dritte Sache, warum hat Gott nicht gesagt, das ist gut? Weil er hat geschafft die Hölle. Und Hölle, wie wir wissen, ist kein besonderes Paradies. Also die Hölle ist nicht eine Sache, um zu sagen, das ist gut. Ich habe eine Frage. Natürlich. Ich dachte, wir Juden glauben nicht in der Hölle. Was heißt, glauben wir nicht? Also, ich weiß nicht, wir haben damals in Mikrashan Jerusalem gefragt und meinten, dass wir nicht in Engel und in der Hölle glauben. Es geht nicht jetzt um Glauben oder nicht. Alles, was wir lernen, ist von der schriftlichen Tora und von der mündlichen Tora. Schriftliche Tora ohne mündliche Überlieferung ist unmöglich zu lernen. Und alles, was wir lernen, kommt von diesem Buch Avoteinu, die Agada und Midrash von Weltschöpfung bis Moshe Rabbeinu tot. Jeden Zitat oder jede Idee, was wir bis jetzt gelernt, steht hier geschrieben, von wo hat man das genommen. Also es ist keine Legenden, die die Welt erzählt. Wir lernen original, authentisch, 100%, was hat mein Vater gelernt, mein Opa hat gelernt, alle Generationen bis die Zeit von Moshe. Ich erzähle nichts Neues. Wenn jemand will auf einen spezifischen Punkt wissen, wo steht das geschrieben, soll er zu mir kommen nach dem Shiur. Mach dir eine Stern oder ein Fragenzeichen. Von wo hast du das genommen? Engel? Von wo hast du genommen? Tova, wo? Ich zeige dir, von wo habe ich das genommen. Alles, was wir lernen, ist original, authentisch, nach den heiligen Schriften, ohne keine Zusatzstoffe oder Konservierungsstoffe. Bio-Tora. Also original, wie steht geschrieben in unseren Schriften. Natürlich, ich verstehe Ihr Argument, die Torah hat viele Gesichten, viele Kommentare, viele Erklärungen. Das, was wir lernen heute, ist das, was man lernt in religiösen Einrichtungen. Jeden religiösen Mensch, wenn du ihm heute sagst, das, was wir lernen heute, das passt ihm.
Wir lernen heute nicht wie Menschen ohne Glaubensbrille. Wir setzen nicht Brille von weltlichen Kommentaren. Wir setzen nur die originale Überlieferung, was wir lernen. Und da steht geschrieben, natürlich, wenn es steht geschrieben, drei Engel kommen zu Abraham, steht in die Tora geschrieben. Also, wer ist gekommen? Drei Pizza-Lieferungen? Also, dann gekommen Engel. Und wenn Jakob streitet mit einem Engel, dann gibt das auch einen Engel. Also, steht die ganze Zeit. Und natürlich, der Hauptkommentar, was wir lernen, muss ich sagen, von vornherein, ist Rashi. Tora zu lernen ohne Rashi ist unmöglich. Und Rashi sagt, das hat man geschafft, Engel und Dämonen. Und wissen Sie, komischerweise, es gibt hier in Frankfurt eine Judaistik-Professorin. Und sie hat gemacht ihren Sohn Bar Mitzvah. Und sie, es war Parashat Bereshit. Und ein paar Sachen in Rashi hat sie besonders nicht gepasst, wissenschaftlich. Was hat sie gemacht? Hat sie das nicht reingeschrieben? Sie hat gemacht ein Heftchen für die Bar Mitzvah. Ich habe das noch zu Hause. Überall, wo es gibt solche Fragen von Dämonen, Engel, Hölle, wo kann ein Student Fragen stellen und es passt sie nicht zu beantworten, hat sie gemacht ein neuer Rashi. Ich bin nicht bereit, Neues zu schreiben. Ich kann nur eins sagen. Wenn etwas ist unverständlich, liegt das an mir, nicht am Rashi. Wenn wir etwas nicht verstehen, liegt das nicht am Rashi, es liegt an mir. Ich weiß viel, viel zu wenig alles, um das zu verstehen. Und wenn ein Mensch glaubt, er versteht, dann radiert er etwas, was er nicht versteht. Weil er glaubt, ah, was schreibt er? Gott behüte ihn, so einen Weg Tora zu lernen. Das sage ich von vornherein. Wenn wir etwas in unseren Schriften oder in unserer Schule nicht verstehen, liegt das nicht an die Kommentare. Liegt das an uns? Liegt das an mir? Liegt das an meinem begrenzten kleinen Kopf? Okay? Wir gehen weiter. Wir gehen jetzt zum dritten Tag. Dritten Tag schuf Gott Plantagen, Gras und alle Flüsse, alle Grünes in dieser Welt und alle Flüsse und Teich, an alle schöne Wasser und See, Rhein, Main. Wann wurde der Rhein geschafft? Am Dienstag, am Yom Shlishi. Wann wurde die Donau oder die Nilus oder die Rote Meer oder die Yamamelach oder wie auch immer, alle Meere, Kinneret, alles wurde am Yom Shlishi, am Dienstag geschafft. Ihr könnt euch ein schönes Bild machen im Kopf. Am dritten Tag, am Yom Shlishi, gibt es in dieser Welt drei Sachen. Blau von Meer und Wasser, grün von allen Pflanzen und Arten, Bäume und Grünes und riesige Wüste. Also wir haben am dritten Tag, Yom Shlishi, drei schöne, grandiose Farben. Welche Farben? Blau oder grün? Die Wasser, die Frage ist, wo ist die Wasser? Wasser neben Grünes sieht aus grün. Wasser neben Himmel sieht aus blau. Also wenn man geht zur Kanarischen Insel, man guckt auf dem Meer, sagt man, ein grünes Meer, aber der Meer ist nicht grün. Nur es pflanzt sehr viel drinnen. Wenn es aber schaltet mit dem Himmel, dann ist das ein blaues Meer. Also drei Sachen am Yom Shlishi, am dritten Tag. Welche drei Sachen? Alle Grünes, alle Bäume in Gan Eden. Also Gan Eden Bäume wurden geschafft am Yom Shlishi. Wie viele Bäume war das in Gan Eden? Steht geschrieben, Shmonim Ribo, 80 mal 10.000. Verschiedene Bäume, plus 613 Bäume vom Paradies extra. Neben Adam und Eva war das 613 Bäume und in die ganze Welt war 80 Ribo. Shmonim Ribo, 80 mal 10.000. Wie viel ist das 80 mal 10.000? 800.000. 80 mal 10.000.
Also fast Millionen Bäume in dieser Welt. Und alle grün hat Gott geschafft, an welchem Tag? Am Yom Shlishi. Und am Yom Shlishi, Yom Shlishi ist ein sehr guter Tag, Dienstag ist ein super Tag. Deshalb steht geschrieben, Pa'amayim Kitov, zweimal gut am Yom Shlishi. Wir machen schnell Wiederholung. Die Welt hat ausgesehen am Anfang wie ein Ei. Sehr gut. Am ersten Tag, am Yom Rishon, schuf Gott acht Sachen. Bitte schön. Shamayim va'aretz, guten Abend, also Himmel und Erde, Hell und Dunkelheit, sehr gut, Wind und Wasser, Wind und Wasser und Tovavohu, sehr schön. Wir gehen jetzt zum zweiten Tag. Sagen Sie mir bitte, was schuf Gott am Yom Sheni? Bitte schön. Genau, er hat getrennt zwischen die obere Wasser und die untere Wasser. Hölle und Engel. Und die Hölle und Engel. Sehr schön. Und natürlich die untere Wasser waren sehr traurig. Sie wollten doch bleiben nah zu Gott. Gott hat gesagt, die Maima Tachtonim, die untere Wasser, sei nicht traurig. Jeden werden nutzen Wasser für religiösen Baderituelle. Und die Jiden sind die berühmten in die ganze Welt mit so viel Baderituelle. Mikwe, Nägelwasser, 11 verschiedene Gelegenheiten von Händewaschen, Hände vor dem Essen, waschen Hände nach dem Essen. Sehr, sehr viele Gesetze von Wasser. Am dritten und am welchen Tag hat nicht gesagt, Gott, das ist gut? Bitte schön. Am Yom Sheni, am Dienstag hat er gesagt, doppelt gut. Am Montag hat er gesagt, hat er nicht gesagt, das ist gut. Wieso? Weil er hat die Hölle gemacht. Weil er hat die Hölle gemacht. Die Trennung gemacht. Und nicht vollendet sein Werk. Wenn ein Mensch hat sein Werk nicht vollendet, dann kann ich sagen, gut, was gut. Stell mal vor, jemand kommt zu dir nach Hause und er beginnt zu reparieren die Waschmaschine. Er sagt, okay, gut, was gut. Wie soll er sagen, gut, das hast du schon alles repariert. Wenn deshalb am Yom Sheni, am Montag, in dem, wo Hashem hat noch nicht die Sache vollendet, hat er nicht gesagt, gut. Gehen wir jetzt zu Yom Shlishi, dem dritten Tag. Bitte schön. Was schuf Gott am Yom Shlishi? Alles Grüne. Alle Grüne. Tage, Bäume, Gras. Genau. Also dann Blau, Flüsse, Teiche, Seen. Und die Wüste. Sehr gut. Im Großen und Ganzen sagen wir drei Farben in diesem Tag. Grün, Blau und Wüste ist... Genau. Ich würde sagen Gelb, Wüste oder Braun. Sehr schön. Wie viele Bäume war das in Gan Eden? 18.000. In die ganze Welt schuf Gott 80 mal 10.000. Aber in Gan Eden selbst war 613, so sagt der Gerer Rebbe. Es gibt so ein Buch, Adam Arishon, dort habe ich gesehen von dem Rabbi von Gur. Er sagt, wahrscheinlich war das in Gan Eden 613 Bäume. Und Gott hat gesagt, an dem Tag, zweimal Tov, zweimal gut. Wir gehen jetzt zu Yom Revi'i, sogenannten vierten Tag oder Mittwoch. Am Mittwoch schuf Gott Sonne, Mond und Sterne. Am Anfang Sonne und Mond waren dieselbe Größe. Und dann der Mond ist gekommen zum Gott, zu der Schöpfer, gelobt sei er. Und sie hat gesagt, es ist unmöglich, dass zwei Könige nutzen dieselbe Krone. Also es kann nicht sein, dass wir beide sollen sein, große Beleuchter. Geht nicht. Gott hat gesagt, der Mond, du hast dich beschwert, du sollst dich klein werden. Und Gott hat genommen den Mond, so wie man nennt eine Fackel, und er hat das gemacht auf dem Boden. Und er hat gelöscht den Mond. Was passiert, wenn man nimmt eine Feuerfackel und man schlägt auf den Stein? Kommen viele Funken, weil die Fackel ist gelöscht. Stimmt? Löschen heißt Kibui. Kibui kommt von dem Wort Kochavim, Sterne.
In dem Moment, wo der Mond ist geplatzt, Gott hat sie gelöscht, dann hat sie Gott gegeben als Trost alle Sterne im Himmel. Damit soll der Mond nicht alleine sein. Das heißt, es ist nicht gut, neidisch zu sein. Die erste, die war neidisch in der Geschichte, war die Mond über die Sonne. Also wenn jemand fragt euch ein Rätsel, wer war der erste Neidische in dieser Welt? Antwort, Mond auf die Sonne. Die Mond wollte die Herrscherin sein. Und Gott hat gesagt, du wirst sein bei Nacht, aber als Trost kriegst du die Sterne. Aber die Mond war unglücklich. Und die liebe Gott war sehr traurig, dass er hat sowas gemacht. Und er hat vielleicht gemeint, dass er hat einen Fehler gemacht. Und sagen unsere Weisen, dass Gott hat gesagt, jeden Rosh Chodesh, jeden neuen Monat, neuer Mond, soll jeden zählen nach dem Mond und bringen ein Opfer für wen? Für Gott. Wir bringen jeden Rosh Chodesh, jeden neuen Monat, ein Opfer für Gott, weil wahrscheinlich er konnte nicht genug trösten, den Mond. Kochavim, Kibui. Kibui heißt löschen. Also Kochavim ist Funken, Nitzotzot shel Kibui. Die Funken von das Löschen von dem Mond ist die Sterne gekommen. Und an dem Tag sind auch alle Planeten. Also wann schuf Gott alle Planeten? Wie Saturn, Shabtai, Mardin, Kochav, Levon, Onoiga, Zedek, Chama. Ich weiß, die sieben Planeten. Und jeden Planet hat einen Einfluss auf die Menschen, etwas für Krieg und etwas für Reichtum und das ist für die Weizen. Also gibt es eine ganze Liste von Rabbi Shmuel, jeden Sterne für was sie ist zuständig. Vielleicht irgendwann machen wir ein Show über Astrologie und dann können wir wissen, jeden Stern, was hat er einen Einfluss in diese Welt und was ist die Stellung von den Talmudisten Bezug. Aber schuf Gott alle Sterne, Sonne, Mond und Sterne am vierten Tag. Jetzt? Am vierten Tag muss immer die Sonne scheinen. Es kann nicht sein, ein Mittwoch, dass die Sonne nicht scheint, nicht mal für eine Sekunde. Und wenn eine Mittwoch die Sonne wird nicht scheinen für eine Sekunde, bitte ruf mich an und sag, Shlomo, was ist passiert? Bis heute habe ich das schon mehrere Mal gesagt und mehrere Leute Hinweis gesagt, jeden Mittwoch muss die Sonne scheinen, weil Gott schuf die Sonne am Mittwoch. Jeden Yom Revi'i, guck mal diese Woche, so Gott will, egal wie es dunkel, egal wie es regnet, die Sonne muss scheinen für eine Sekunde Minimum. Sie muss lachen, blitzen, blicken, sagen Hallo, Shalom, und sie kann sich wieder löschen. Sie sagt einfach ein kleines Schmeicheln, ein Smiley, sie macht ein Smiley. Sie muss jeden Mittwoch ein Smiley machen. Jeden Mittwoch. Es war ein Mensch, der hat jahrelang mir jeden Mittwoch angerufen und hat gesagt, ja, es stimmt. Also jetzt habe ich noch ein paar Anrufer. Wenn ihr seht, einen Mittwoch ohne Sonne, ich bin bereit, am Telefon zu nehmen und sagen... Und dorthin zu fliegen. Zu der Sonne? Ich rede jetzt, wo wir sind jetzt. Da. Wir gehen weiter zum Yom Chamishi, zum fünften Tag. Am fünften Tag schuf Gott alle Fische und alle Tiere im Wasser, die Große und die Kleine. Fische, Dagim. Ich habe Viecher verstanden. Was hast du verstanden? Viecher. Was ist Viecher? Insekten und so. Auch? Sehr gut. Bist du genau in diesen Richtung? Das schuf Gott auch am Yom Chamishi. Dankeschön. Also Gott schuf alle Wassertiere, alle kleine Fliege, Insekten, Ameise, alle, die sich kriechen auf dem Boden oder verstecken sich im Boden. Und alle, die fliegen, alle Geflügel,
reine Geflügel, unreine Geflügel, große Geflügel, kleine, koschere. Und er hat uns gegeben eine Liste von unkoschere Geflügel. Von der koschere Geflügel hat er uns gegeben Merkmale. Was ist eine Merkmale von koschere Geflügel? Koschere Geflügel hat hier ein Kopf. Kopf, wie heißt das? Diese Gurgel, wo sie hält. Knorpf, glaube ich. Also so eine Gürgel. So eine Gürgel, wo sie hält die Weizen. Ein koschere Geflügel hat noch eine extra Finger, wie alle Raubvögel. Der Koscher hat noch eine Finger, noch ein kleiner. Ihre Bauchnabel, den Pupik, kann man öffnen mit den Fingern und bei Treffen, bei unkoscheren Geflügel kann man das nicht. Und das ist kein Raubvogel, bestimmt. Ein koscherer Vogel kann nicht sein, ein Raubvogel. Und seine Eier ist eine Seite spitzig und eine Seite rundig. Und es ist auch gekommen in Tradition. Das sage ich nur in Klammer. Sondern wir wissen für die Zukunft, was ist ein koscherer Geflügel. Wann schuf Gott alle Geflügel? Am Donnerstag. Alle Fischen am Donnerstag. Alle Grischtiere am Donnerstag. Am Yom Chamishi. Wann schuf er die großen Krokodil? Shishi. Chamishi. Chamishi. Vayivra Elokim et hatanim hagdolim. Und Gott schuf die großen Fischen oder Krokodil am fünften Tag. Also das ist alles bei Yom Chamishi. Wir gehen weiter zu Yom Shishi. Am Yom Shishi schuf Gott alle koschere Tiere und alle unkoschere Tiere. Von die Vieh hat er drei koschere Tiere gemacht zum Opfer. Kühe, Ziege und Schäferlach, Schäpsel. Und sieben reine Tiere, die werden geschrieben im 5. Buch Moses, in Re'e, von dieser Familie Hirsch, Reh, sieben reine Tiere. Also insgesamt 10 reine Tiere. Was waren die drei Kühe? Die drei sind Schor, Kühe, Ochsen, diese Mischproche. Die zweite Mischproche ist Keves, Schäpsele, Schaf, Schäferle. Und die dritte Familie ist Es, Ziegen, von dieser Familie. Das sind die drei plus sieben reine Tiere. Es gibt im Judentum einen Unterschied zwischen Haustiere. Haustiere wird genannt im Judentum Behema, Vieh. Und Waldtiere werden genannt im Judentum Chaya, Tier. Von den Tieren, Gott hat uns erlaubt, sieben. Leider können wir von diesen sieben sehr wenig essen, weil in dem Moment, wenn hast du gejagt, Gott behüte eine Bambi, dann hast du ihn schon verletzt. Und wenn er es schon verletzt, ist er schon treff, kann man nicht mehr essen. Deshalb, es ist auch Tierequälerei. Deshalb, bei den Tieren ist eine Sache, wir essen sehr wenig heute, ganz selten. Bei den Haustieren, wo man kann nach den Regeln mit Aufmerksamkeit und Achtung die Sache machen, das kommt in Frage. Aber in der Zeit von Beit HaMikdash hat man nur geopfert von was? Von Vieh oder von Tiere? Von Vieh. Sehr gut. Nachdem schuf Gott alle reine Tiere, Gott schuf auch alle nicht koschere Tiere. Wie Giraffe, Elefant, Gamal, Kamel, Giraffe, alle die Füße und groß über dem Boden. Eins ist wichtig zu wissen, nach der jüdischen Tradition waren auch riesige Tiere. Ganz riesige Tiere. Und die riesigen Tiere sind umgebracht bei der Sintflut von Noach. Leider sind nur ein paar Knochen oder Erinnerungen geblieben. Aber nach der jüdischen Tradition, bei der Weltschöpfung am Yom Shishi, war auch Raubtiere. Danach schuf Gott ein Mensch
Und der Mensch hat sich selbst einen Namen gegeben, Adam. Und zum Schluss, nach Adam, Gott hat ihn, wie man sagt, geschnitten, operiert und von ihm eine Rippe geteilt und gebaut eine Gehilfin, eine Frau, eine Weibe und er hat sie genannt Chava. Aber das gehört jetzt zu unserer zweiten Hälfte von Shiur. Und jetzt, und vor dem, dass wir machen Wiederholung, gehen wir jetzt zum Shabbat. Gott weiß genau, wann ist die Shabbat-Eingang und wann ist die Shabbat-Ausgang. Und am Shabbat, Gott hat gegeben, der Mensch, Neshama Yetera. Jeden Mensch, jeden Jid, hat am Shabbat extra Neshama, extra Seele. Was heißt extra Seele? Ein breites Herz und Freude. Bis Shabbos-Ausgang. Am Shabbos-Ausgang geht diese extra Seele runter und der Mensch ist traurig. Und beim Shabbos-Ausgang war Adam sehr traurig und er hat genommen zwei Steigelziegen, er saß in die Ziege, so weißt du, von Dach, und, oder zwei Steine und er hat gemacht Funken, es ist Feuer geworden. Darum machen wir beim Shabbos-Ausgang auf Dala, dass Gott macht eine Trennung zwischen nun Amavdil ben Kodesh lechol, dass Gott trennt zwischen heilig und profanen, ben Or lechoshech, zwischen Licht und Dunkelheit, ben Israel zwischen jeden Laamim zum Völker, ben Yom HaShvi'i, siebten Tag, lesheshet Yemei HaMaase, zu den sechs Arbeitstage. Und jetzt guck mal, wie interessant ist das. Die ganze Welt, ohne Ausnahme, hat in die Woche sieben Tage. Von wo haben sie das genommen? Von die Tora. Die Chinesen, die Japaner, die Vietnamer, die Mexikaner, die Europäer, die Jiden, die Muslims, die ganze Welt hat akzeptiert sieben Tage die Woche. Und darum bei uns in Bet HaMikdash war eine Menorah. Die Menorah war mit sieben Arme. Genauso wie ein Mensch. 2, 4, 6, 7. Ein Mensch hat auch ein Gesicht, Adam, wie eine Menorah. Am Shabbat ein Mensch leuchtet wie eine Menorah. Warum? Weil die ganze Woche ist rum im Sonntag, Freitag, Montag, Donnerstag, Dienstag, Mittwoch, Shabbat. Shabbat ist in die Mitte. Die ganze Woche ist bei dem Mensch und deshalb am Shabbat hat er eine extra Neshama. Interessant. Unser Shabbat ist die originale Shabbat. Die Christen haben gemacht Shabbat, wann, an welchem Tag? Sonntag. Am Freitag, wann? Sonntag. Am Sonntag. Die Muslime, wann haben sie Shabbat gemacht? Freitag. Am Freitag. Sehr interessant. Die haben die Jiden indirekt gemacht, ein Sandwich von Hamburger. Die haben gezeigt, wo ist die wahre Tag. Die wahre Tag ist am Shabbat. Niemand hat gemacht Shabbat am Dienstag. Sie wollen nur nicht zustimmen, die Torah, weil dann müssen alle nach die Torah leben. Denn die haben gesagt Sonntag. Und die haben gesagt Freitag. Aber die Hauptsache ist, Shabbat ist die Wahrheit. Und als Gott gegeben die Jiden Manna vom Himmel 40 Jahre, jeden Tag hat er geschickt eine Manna. Was ist Manna? Manna ist eine Portion. Von Manna kommt das Wort Mani, weil damals ist gekommen von Himmel die Manna. Heute kommt nicht mehr von Himmel Manna. Muss man arbeiten. Und am Freitag, Gott hat gegeben doppelt Manna, doppelt Portion. Passiert heute auch nicht mehr. Was? Passiert heute auch nicht mehr. Passiert. Jeden Freitagabend haben wir schon Essen für zwei Tage. Wir nehmen jeden Freitag. Ich habe Molly bezogen. Ja, ich meine, wir nehmen zwei Chalot und wir machen jetzt für Shabbat doppelt Portion. Am Shabbat wird nicht gearbeitet, am Shabbat wird geruht mit breites Herz und mit Freiheit. Wir machen schnell Wiederholung und dann gehen wir, Bezrat Hashem, zum zweiten Thema.
Die ganze Welt hat akzeptiert, das gibt es in die Woche 7 Tage. Es ist sehr interessant. Gib mir bitte 7 Gläser. Sei so lieb. Schönen Dank. Gibakuk. Der einzige Tag die Woche, die hat einen Namen, ist Shabbat. Shabbat. Dem ersten Tag im Judentum hat keinen Namen. Wie nennt man ihn? Rishon. Was heißt Rishon? Der Erste. Erste. Atah Rishon, du bist der First. Atah Rishon, du bist Rishon für wem? Du bist Rishon zum Shabbat. Welcome Rishon, sehr schön. Sag mal Rishon, was hat man geschafft am deinem Tag? Nur, was hat man geschafft am Rishon? Sag auswendig, bitte. Behalte das im Kopf. Himmel. Yom Rishon, Himmel und Erde. Hell und Dunkelheit. Tohu wa vohu. Ruach und Maim. Sehr schön. Yom Rishon, sei gesund, ist vorbei. Schönen Tag, Yom Rishon. Jetzt gehen wir zu Yom Sheni. Shalom, Yom Sheni. Baruch Haba, herzlich willkommen. Was schuf Gott am Yom Sheni? Er hat getrennt zwischen die obere Wasser und untere Wasser. Hat er geschafft, Hashem, die Malachim, die Engel. Und er hat geschafft auch die Hölle. Es gibt 2 Arten von Hölle. Feuerhölle und Schneehölle. Schnee. Schnee. Das kann man das auch Metapher beschreiben, dass Feuerhölle ist die Sache, was der Mensch hat getan und er bereut es. Das ist Feuerhölle. Und Schneehölle ist die Sache, was der Mensch machen sollte und er hat nicht gemacht in seinem Leben. Wenn ein Mensch ist noch jung, hat er Feuerhölle. Ach, schade, dass habe ich das getan oder gesagt oder gemacht. Wenn ein Mensch wird alt, hat er Schneehölle. Schade, dass habe ich etwas nicht gemacht, nicht probiert. Jetzt gehen wir zu dem dritten Tag. Yom Shlishi. Bitte schön. Die 3 Tage gehören noch zum Shabbat. Am Yom Shlishi schuf Gott was? 3 Sachen. Alle Wasser in die ganze Welt. Teich, See, kleine See, große Meeren, 7 Meeren. Alle Grüne sind in dieser Welt, alle Bäume, 613 von Gan Eden, 800.000 von der ganzen Welt und alle Wüsten und alle Schöne. Wann schuf Gott die Grand Canyon? Am welchen Tag? Yom Shlishi. Und wann schuf Gott die Niagara Falls? Am Yom Shlishi. Und wann schuf Gott die schwarzen Wald? Und wie heißt dort die Meer? Neben dem schwarzen Wald gibt es so eine schöne reine. Gibt es auch Wasserfelsen, wie heißen die? Schöne. Nur habt ihr nicht gewesen zu spazieren? Mach für die Studenten eine Reise. Gibt es auch schöne Rheinwals, Rheinlandwals. Ich glaube, es heißt Rheinlandpfalz. Rheinlandpfalz. Also das neben dem schwarzen Wald. Kannst später fragen, Reb Google. Er weiß vieles, alles. Ja? Jetzt interessant. Wenn jemand hat nicht gemacht am Shabbat Ausgang, Havdalah. Das Gebet vom Shabbat Ausgang. Bis wann darf er machen dieses Gebet? Dienstag. Bis Dienstag. Warum? Weil 3 Tage gehören noch zum Shabbat. Aber die 3 nächsten Tage, die sind schon Vorbereitung zu dem nächsten Shabbat. Am Yom Revi'i, was schuf Hashem? Sonne, Mond und Sterne und alle Planeten in die ganze Welt. Und es war sehr beleuchtet. Und alle Zeichen im Kalender, was wir haben heute, ist wegen Mittwoch. Und interessant, die Muslims zählen nach dem Mond, die Christen zählen nach der Sonne. Und was machen die Juden? Kombination. Was heißt Kombination? Ein bisschen nach der Sonne und ein bisschen nach dem Mond. Warum? Weil Juden machen alles in Harmonie. Das ist Mittwoch.
Und dann kommt Yom Chamishi. Am Yom Chamishi schuf Gott alle Geflügel, alles was fliegt in den Himmel und alles was schwimmt in Wasser und alle kleine Kriechtiere. Das ist alles am Yom Chamishi. Und jetzt kommt Yom Shishi. Yom Shishi, sechsten Tag, schuf Gott alle koschere und unkoschere Tiere. Koschere Tiere, wie viel gibt es? Insgesamt zehn. Sehr gut. Drei sind zu Hause, Vieh, die sind für den Opfer gebracht. Und sieben Waldtiere. Danach sind alle Raubtiere, Größen und kleine und die großen Tiere und der Mensch und die Frau. Und am Schabbat hat Gott geruht von seiner Arbeit und er hat nicht mehr kreiert, er hat Ruhe gemacht. Und dieser Schabbat, was wir machen heute, ist die originale Schabbat, wo Gott hat damals nicht gearbeitet. Bis hier ist der erste Teil von unserer Shiur. Jetzt machen wir eine kleine Pause und danach lernen wir über Adam und Chava.